One, two, three. Ich grüße euch. Heute zeige ich euch den Rhythmus Hope. Dieser Rhythmus ist komplex und macht total viel Spaß zu trommeln. Und ich spiele euch den nochmal jetzt langsamer vor und dann teilen wir den in zwei Teile und erlernen das so in zwei Schritten. Also etwas langsamer. One, two, three. Also, ihr habt es gemerkt, der ist tatsächlich komplexer Rhythmus und wir teilen ihn mal in zwei Parts. Der eine Part spielt mit der Nebenhand, beginnt das, ist bei mir die linke Hand. Diese Schläge, zwei Höhen und drei Bässe. Mit der Nebenhand anbegonnen, auf der Höhe. Das ist der eine Part. Und jetzt der andere Part ist ein schönes Spiel zwischen Haupthand und Nebenhand auf der Höhe. Das gehen wir jetzt mal gemeinsam durch. Etwas langsamer. Noch langsamer das Schlagmuster. Ding, dang, ding, dann, dann, ding, dann, dann, drei, vier. Okay, jetzt haben wir die zwei Muster. Jetzt füge ich mal beides zusammen. In etwas mittlerem Tempo. Nochmal. Und das Ganze jetzt langsamer. Dagadigadin. Dagadigadin. One, two, three. Das mache ich jetzt mal immer mit einer Pause dazwischen, damit du dich immer wieder sammeln kannst und genau hörst, wo die Eins ist. Ja? One, two, three. One, two, three. One, two, three. One, two, three. Letztes Mal.
gleiches Tempo, ohne Pause. Bist du bereit? 1, 2, 3. Okay, jetzt hast du auch noch wahrscheinlich gemerkt schon, dass es hier auf der Nebenhand geschlossene und offene Schläge gibt bei dem Teil. Das gehen wir nochmal durch. Und zwar. Das sind zwei offene. Es ist wichtig, dass der liegen bleibt. Okay, jetzt zum Schluss spiele ich den Rhythmus noch mal etwas flotter, für dich auch, vielleicht sogar schon zum Mitspielen. Und ich wünsche dir viel Spaß mit Hope und wünsche dir einen schönen Tag. Hier ist Ingo Gutmann. 1, 2, 3.